Where have you been, Kung Lao? Oh yeah, am 14. April heißt es wieder Finish him! Denn dann erscheint Mortal Kombat X endlich in Deutschland. Oder auch nicht, wenn man sich die ganzen indizierten und oder beschlagnahmten Vorgänger ansieht, aber erstmal abwarten. Gameplay-technisch bleibt alles beim Alten. Soll heißen, zwei geben sich blutigst aufs Fressbrett, einer überlebt. Diesmal gibt's jeden Kämpfer allerdings in drei Varianten, die jeweils spezielle Attacken haben. Raiden darf zum Beispiel Blitzfallen aufstellen oder zusätzliche Teleportationsmoves anwenden. Übelst gespannt sind wir momentan aber auf den nicht-linearen Story-Modus. Sowas gibt's in Beat'em-ups eh viel zu selten und ein guter Multiplayer schließt einen guten Singleplayer ja nicht aus. Und natürlich werden da noch die Finishing-Moves und alter Verwalter, diesmal gibt's noch eine Schippe härter ab. Für mich als alten Splatter-Fan eine richtig coole Sache. Oh, und Goro ist auch wieder mit dabei. Yay! Momentan zwar leider nur als Pre-Order-Bonus, aber wenn Mortal Kombat X auch nur im Ansatz so cool wird, wie es momentan den Eindruck macht, dann bin ich auch bereit, für den vierarmigen Prügelbuben ein paar DLC-Tacken extra zu zahlen. Have you been, Kung Lao? Oh yeah, am 14. April heißt es wieder Finish him! Denn dann erscheint Mortal Kombat X endlich in Deutschland. Oder auch nicht, wenn man sich die ganzen indizierten und oder beschlagnahmten Vorgänger ansieht, aber erstmal abwarten. Gameplay-technisch bleibt alles beim Alten. Soll heißen, zwei geben sich blutigst aufs Fressbrett, einer überlebt. Diesmal gibt's jeden Kämpfer allerdings in drei Varianten, die jeweils spezielle Attacken haben. Raiden darf zum Beispiel Blitzfallen aufstellen oder zusätzliche Teleportationsmoves anwenden. Übelst gespannt sind wir momentan aber auf den nicht-linearen Story-Modus. Sowas gibt's in Beat'em-ups eh viel zu selten und ein guter Multiplayer schließt einen guten Singleplayer ja nicht aus. Und natürlich werden da noch die Finishing-Moves und alter Verwalter, diesmal gibt's noch eine Schippe härter ab. Für mich als alten Splatter-Fan eine richtig coole Sache. Oh, und Goro ist auch wieder mit dabei. Yay! Momentan zwar leider nur als Pre-Order-Bonus, aber wenn Mortal Kombat X auch nur im Ansatz so cool wird, wie es momentan den Eindruck macht, dann bin ich auch bereit, für den vierarmigen Prügelbuben ein paar DLC-Tacken extra zu zahlen. Where have you been, Kung Lao? Oh yeah, am 14. April heißt es wieder Finish him! Denn dann erscheint Mortal Kombat X endlich in Deutschland. Oder auch nicht, wenn man sich die ganzen indizierten und oder beschlagnahmten Vorgänger ansieht, aber erstmal abwarten. Gameplay-technisch bleibt alles beim Alten. Soll heißen, zwei geben sich blutigst aufs Fressbrett, einer überlebt. Diesmal gibt's jeden Kämpfer allerdings in drei Varianten, die jeweils spezielle Attacken haben. Raiden darf zum Beispiel Blitzfallen aufstellen oder zusätzliche Teleportationsmoves anwenden. Übelst gespannt sind wir momentan aber auf den nicht-linearen Story-Modus. Sowas gibt's in Beat'em-ups eh viel zu selten und ein guter Multiplayer schließt einen guten Singleplayer ja nicht aus. Und natürlich werden da noch die Finishing-Moves und alter Verwalter, diesmal gibt's noch eine Schippe härter ab. Für mich als alten Splatter-Fan eine richtig coole Sache. Oh, und Goro ist auch wieder mit dabei. Yay! Momentan zwar leider nur als Pre-Order-Bonus, aber wenn Mortal Kombat X auch nur im Ansatz so cool wird, wie es momentan den Eindruck macht, dann bin ich auch bereit, für den vierarmigen Prügelbuben ein paar DLC-Tacken extra zu zahlen. Fatality. Have you been, Kung Lao? Oh yeah, am 14. April heißt es wieder Finish him! Denn dann erscheint Mortal Kombat X endlich in Deutschland. Oder auch nicht, wenn man sich die ganzen indizierten und oder beschlagnahmten Vorgänger ansieht, aber erstmal abwarten. Gameplay-technisch bleibt alles beim Alten. Soll heißen, zwei geben sich blutigst aufs Fressbrett, einer überlebt. Diesmal gibt's jeden Kämpfer allerdings in drei Varianten, die jeweils spezielle Attacken haben. Raiden darf zum Beispiel Blitzfallen aufstellen oder zusätzliche Teleportationsmoves anwenden. Übelst gespannt sind wir momentan aber auf den nicht-linearen Story-Modus. Sowas gibt's in Beat'em-ups eh viel zu selten und ein guter Multiplayer schließt einen guten Singleplayer ja nicht aus.